Herzlich willkommen wieder bei Outlast. Wir sind immer noch in diesem nervigen Gang, wo unser Wackelhans rumwackelt. Wir müssen immer noch an dem vorbeikommen. Ich weiß auch nicht, wo ich genau landen muss. Ich hab keinen Plan. Ich weiß, dass ich irgendwie an ihm vorbei muss. Hier ist niemand. Oh. Geh weg. Schaff, Leute. Ja, nice. Oh, du bist nicht so nice. Sieht jetzt nicht so gut aus. Komm mal runter, genau. Oh, eieiei, ich weiß, wo wir sind. Kommt der da gleich durchgeprescht? Da muss ich doch. Kann ich gar nicht hin. Library. Hier waren wir doch am Anfang, Leute. Weiß ich noch ganz genau. Hier war der erste scheiß Schocker, den ich hatte. Also nicht der, doch für mich. Also, nein, eigentlich war ja der Fernseher schon scheiße. Aber das kennen wir doch. Ist noch irgendwo. Eine Battery ist hier leider nicht, ne? Schade. Hör auf damit. Oh, da ist der Ausgang, Leute. Da können wir raus. Das auch der Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Yes, coming! I'm coming! Mhm. Operation. Spielt hier ein Klavier. Okay. Was unserem Protagonisten nicht gefällt, denn er hat schon wieder Schnappatmung. Kriegt er hier schon wieder Zuckergüsse bald. Das sieht mir nach Keller aus. Und ich hasse Keller. So. Ich hasse auch gerade das Klavier. Hör auf, so rumzuzucken, das macht mich ja auch verrückt, ne? Aber schönes Lied. Muss ich sagen. Ich glaube, ich bin ein wenig zu leise. So. Schönes, schönes Lied. Ich muss auch mal gucken, dass er irgendwas mit dem Popschutz hier macht. Das hat da so die Halterung bei mir an der Brust. Okay. Ja, ist klar. Hallo, Vater Mader. Wir warten. Ein kleiner Moment.
nicht. Aber wir wissen, dass wir uns da verstecken können. Der ist weg. Schade, ich kann die Tür nicht sehen. Weil ich hätte jetzt gedacht, dass er... Der hört auf zu spielen. So, jetzt kann ich mich in Ruhe mal spähen. Und geht der Geräuschkulisse nach? Also, in dem Fall uns. Kann ich hier... Natürlich nicht. Jetzt muss ich jetzt besorgen den Schlüssel aus dem Aufenthaltsraum. Geht da nicht wieder. Hallo? Kannst du? Sag mal. Hier komme ich leider nicht vorbei. Ich will das alles nicht. Hallo? Ist er nochmal auf? Ach nee. Oh Mann. Der ist auch nicht mehr im Leben da. Kann ich da? Kann ich nicht. Okay, warum auch immer der jetzt hier speichert, das gefällt mir schon mal gar nicht. Ich schleiche jetzt hier lang. Subject Dr. Rudolf Wernicke 14866. Mm-hmm. The fumes are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery. None. In June of 1943, you reported three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were purely. That's an exit. It killed them. Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland, not here. Impossible to understand. Sure. You have to find Wernicke. Only way. Okay. Alter, dieses Holzknarzen hier, ne? Oh, guck mal, Documents! Können wir es lesen? Lesestunde. Neukrotisierende Fasziitis. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Zwinker. 19. September schrieb, also der G. Williot schrieb, nekrotisierende Fasziitis, wirklich? Verdammt, ich kündige. Fleischfressende Bakterien. Okay. Dann wissen wir ja so ungefähr, was hier so abging, ne? Bis zu. Das ist auch nichts weiter, ne? Das ist keine. Ne, das ist gut. Mhm. Aufenthaltsraum. Kommen wir auch lang? Also nicht auch, sondern nur. Sind hier überall Schränke, wo ich mich verstecke? Oh, eine Batterie. Ich habe auch extra noch geguckt, der kam da durch. Kommt jetzt.
Können wir nicht rein. Und wie komme ich da jetzt rein? Durch die Tür. Willst du mich gerade verarschen? Bist du da jetzt runtergesprungen? Sein. Weh, hier kommt jetzt irgendwas. Ich kriege hier gleich die Krätze. Das überlebe ich doch nicht. Geht doch, dankeschön. Wo muss ich jetzt hin? Das heißt, wurden die jetzt von fleischfressenden Bakterien angegriffen, die Viecher? Also deswegen sehen die so aus, wie sie aussehen. Okay, da ist der Schlüssel. Wenn ich den gleich nehme, passiert irgendwas. Wir nehmen den jetzt einfach. Doch irgendwas wieder getriggert. Was müssen wir jetzt machen? Ich finde Vater Martin in der dritten Etage. Wisst ihr was? Wir warten jetzt einen kleinen Moment hier. Hier sind wir gerade ein bisschen safe. Kann ich eine Moderation machen? Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir wieder Outlast spielen und den Schrank verlassen. Und gucken, dass wir in die dritte Etage kommen zu Vater Martin, obwohl ich da gar nicht hin will. Leute, bis dahin. Macht euch einen schönen Tag.